Gut. Na dann würde ich sagen, legen wir doch einfach mal mit Mario Galaxy los. So. Ja, ich habe ja schon ein bisschen gespielt gehabt, um mal wieder einzukommen, richtig. Ja, das mit dem Tod, das war eigentlich von dem, ja, von dem Stream, die Aufnahme, also der Aufnahmetod sozusagen. Dann werde ich mir einfach einen neuen Planeten wieder aussuchen, nämlich die drei. Und da erstellen wir unseren neuen Stern für unseren Spielstand. Da nehmen wir Yoshi. Dann haben wir wenigstens einen verschiedenen wieder. Und ja, dann läuft das erstmal wenigstens so. Gut, dann würde ich sagen, spielen wir Mario Galaxy. Los geht's. Es gab einmal einen Kometen, der war so groß, dass er den Himmel über dem Pilzkönigreich füllte. Von diesem Kometen, der bloß einmal in 100 Jahren aufgetaucht, regneten zahlreiche Sternschnuppen auf die Erde. Ja, ich gucke gerade so hin und her, weil ich hier wegen der Kamera das sehen muss eigentlich. Ne? Ich schaue da immer so ein bisschen vorbei. Aber irgendwie ist es nervig. Ich mache es mal so, vielleicht geht's ja. Jetzt haben wir dann natürlich so einen grünen Streifen, den wollen wir natürlich gar nicht haben eigentlich. Den will ich erstmal raus haben. Das sieht doch sonst doof aus. Nicht gedreht die Kamera. Müsste jetzt so gehen eigentlich. Nein, falsch lang. So lang. Gut, dann lassen wir so. Also, von diesem Kometen, der bloß einmal in 100 Jahren auftaucht, regneten zahlreiche Sternschnuppen auf die Erde. Die Sternschnuppen wurden von den Toads ins Schloss gebracht und wurden zu einem großen Powerstern. Das hätte Anlass zu großer Freude im Pilzkönigreich sein sollen. Es war die Nacht des Sternenstaubfestes, welches einmal in 100 Jahren stattfindet und den Segen der Sterne feiert. Lieber Mario, ich warte am Abend des Sternstaubfestes am Schloss auf dich. Es gibt da etwas, das ich dir geben möchte. Von Peach. Sehr schön. Wie Mario gleich erstmal läuft, ey. Richtig happy. So, ja, dann sammeln wir mal den Sternstaub hier schon mal fleißig ein. Den können wir ja ganz gut gebrauchen. Und ja. Warum auch nicht? Wenn wir jetzt schon was haben davon, können wir ja Peach ein bisschen was schenken dafür. Freut sie sich bestimmt. Hier haben wir noch ein bisschen Sternstaub. Den wollen wir doch mitnehmen. Nein, da war was. So. Wir nehmen doch alles mit, was geht. Oh. Na schön, das Pilzkönigreich unter Beschuss. Und wer ist es diesmal wieder? Wer ist es wohl? Bowser.
Aber die Musik ist immer wieder geil. Na super. Und wieder einmal wird Peach entführt. Da müssen wir schnell hin. Los Mario, beeil dich. Ja, ich bin schon unterwegs. Ja, ich kann leider nicht schneller. Kommt jetzt. Okay. Ach nee, oder? Schön das Schloss hochheben hier oder was? Ja, super. Und Mario oben drauf? Sieht so aus, ich glaube, ich habe da was Rotes gesehen. So was Rotes, Blaues. Ja, sieht gut aus. Mario ist auf dem Schloss. Aber Frage ist, wie können die im Weltall überleben? Oh oh. Und tschüss. Na super. Na, das wird ja ein Kampf, ey. Wie sollen wir deinen Peach wieder befreien? Wo sind wir jetzt? Bist du etwa wach? Dann lass uns spielen. Hier bin ich. Springe mit A, B. Toll, wie soll ich den fangen? Ach, noch gar nicht. Lass uns fangen spielen. Wenn du uns alle fängst, sagen wir dir, wo du hier bist. Alles klar. Na toll, alle verpufft. Zack. So, wo ist denn der erste? Hier vielleicht? Da ist einer. Schnell hin. So, Nummer 1. Och, erwischt. Ich hätte mich in der Röhre verstecken sollen. In der Röhre? Na dann. Suchen wir mal da. Da ist Nummer 2. So, Hoppelhäschen. Dich kriegen wir auch noch. Na, ja, der ist ein bisschen fixer hier. So, haben wir dich. Och, erwischt. Ah, ich hätte mich im hohen Gras verstecken sollen. Hohes Gras. Wo ist hier hohes Gras? So, Sternstaub nehmen wir mit. Und, ah, da ist hohes Gras. Na, komm hier. Na,
Boah, die Steuerung ist noch ein bisschen gewöhnungsbedürftig, auch wenn ich schon ein bisschen geübt habe mit der Steuerung, aber immer wieder kompliziert. Kommst du her? Geht doch. Ah, wie schade. Wieso schade? Ich habe euch alle gefangen. Klasse, du hast uns alle gefangen. Jemand wie du kann unserer Mama bestimmt helfen.